Erstmal heiße Musik, extra für die Spider-Mofa-Gang geschrieben. Die einen kennen sich sogar schon vom Kindergarten, Schule, Fußball oder so eine Band zusammen. km/h schon eine Verkehrsbehinderung sozusagen, aber in der Stadt kann man das schon mal machen. Wer sieht schon oftmals 10 bis 15 Mofas rumfahren mit Kutte an? Also es ist ja eigentlich schon eher Ironie, dass dann wirklich Mofa-Fahrer mit Lederkutte unterwegs sind. Auf Tour sieht man die Spider-Mofa-Gang vor allem an Wochenenden, wenn das Wetter mitspielt und die Maschinen. Also im Mai diesen Jahres war es so, dass ein Freund von uns seinen 30. Geburtstag hatte. Und so um 3 Uhr nachts hat man die Schnapsidee, Mensch, du hast schon noch einen Mofa in der Garage stehen. Und dann hat man das halt kurzerhand in die dritte Etage des Wohnhauses getragen und hat dann das Mofa wieder mit Salatöl und sämtliche Haushaltsmittel zum Laufen gebracht. Und nach kamen immer mehr Mofas dazu, bis zu 40 Jahre alte, bei denen der Reiz auch die Frage ist, ob sie durchhalten und ob Salatöl bei allem hilft. Moritz, los! Geht nicht mehr an, oder? Im Anhänger versteckt sich nicht etwa der Bierkasten. Hier ist das Werkzeug verstaut. Mit allem, was ein Mofa braucht, um wieder flott zu werden. Wobei, Fachpersonal ist nicht dabei. Ein einziger, glaube ich. Also alle anderen sind Banker, arbeiten sonst wo irgendwo Ingenieure, aber wirklich mit der Materie an sich sind die wenigsten vertraut. Aber es gibt immer einen, der anschieben kann, wenn es allzu langsam wird. Kann man alles in den Anekdotenschatz aufnehmen, wie auch die Frage, ob die Musikgruppe Spider-Murphy-Gang eigentlich etwas mit der Gruppe zu tun hat. Der lustige Zufall dabei ist eigentlich, dass unsere Versicherungsvertreterin, die uns die Schilder verkauft, auch Rosi heißt. Dann ist es natürlich eine schöne Story, die man dazu erzählen kann. Skandal um Rosi. Eine Geschichte für die Enkel. Denen kann man auch die Mofas vererben, falls sie so lange durchhalten. Oh ja, gut, Siegle.